Ja, hallo liebe Leute. Wieder eine Folge Fishing Planet. Heute aber aus gegebenen Anlass eine Spezialfolge und zwar die 1000 Abonnenten Spezialfolge. Ja, dank eurer Hilfe habe ich es geschafft, jetzt meinen Kanal auf 1000 Abonnenten zu bekommen, was mich sehr glücklich macht. Und das ja, dank eurer Hilfe, also will ich mich an der Stelle mal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Die auf den Abo-Button gedrückt haben und ganz besonders natürlich die regelmäßig meine Videos schauen, kommentieren und liken. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Aber Support ist ja kein Mord, wissen wir ja alle. Und kostet ja nichts. Abo ist ja kostenlos. Kommentare sind auch kostenlos. Daumen nach oben kostet auch überhaupt nichts, nur ein Klick. Aber wie gesagt, recht herzlichen Dank an alle, die daran regelmäßig denken, kommentieren und zu liken. Das hilft meinem Kanal sehr weiter. Und wo? Heute will ich mal ein bisschen hier auf Zitteraal angeln. Gucken, ob sich hier was tut. Ja, wie geht es mit dem Kanal weiter? Ich würde sagen, wie bisher, Hauptspiel ist immer noch Fishing Planet. Wobei ich jetzt vielleicht auch die nächste Zeit noch ein paar andere Spiele mit reinbringen werde wieder. The Hunter Call of the Wild habe ich auch lange kein Video mehr hochgeladen. Da wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was kommen. Und vielleicht auch mal das ein oder andere neue Spiel, wie jetzt letzte Woche. Da habe ich ja ein Spiel vorgestellt. Das war Ultimate Fishing Simulator 2. Da gab es die Demo auf Steam, kostenlos. Da habe ich mir gedacht, na, gute Gelegenheit, mal was anderes zu zeigen. Und sowas in der Art, wenn natürlich auch immer mal wieder kommen zwischendurch. Irgendwelche Demos. Spielen, die angekündigt sind. Aber irgendwie scheint hier nichts los zu sein um diese Uhrzeit. Wenn noch mal nach der Beißzeit gucken. Ah ja, das Ganze im Keller. Gehen wir mal hier auf 10 Uhr oder 9 Uhr. Oh, nö, 10 Uhr. 10 Uhr ist okay. Schauen wir mal, ob es hier Zitterale gibt heute. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich hier einen 18 Kilo einzigartigen gefangen. Der war schon recht nice. Oh, für 1000 Abonnenten Spezial habe ich mir gedacht, kann man auch mal einen 1000 Volt Zitteraal fangen. Aber die haben wahrscheinlich noch mehr als 1000 Volt. Irgendwas zwischen 10 und 20.000 Volt, so ein Zitteraal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre langsam immer weiter vorwärts.
Ja, alle, die gern Kommentare schreiben, können ja dann mal in die Kommentare schreiben, was sie sich so wünschen, was ich noch zeigen kann. Wäre ganz nice, ein bisschen Feedback zu bekommen. So, was ist hier los? Gibt es hier keine Fische? So langsam könnte mal der erste Fisch kommen hier. Muss ja nicht gleich ein Zitteraal sein, aber wenn wenigstens mal ein Piranha beißen würde oder ein Arowana oder. Ah, da kommt ein Zitteraal. Man muss nur nett bitten oder meckern. Und? Kleiner, ne? Jo, 9 Kilo. Ein normaler, noch nicht mal Troppi und schon gar nicht einzigartig. Aber ist erst der Anfang. Ja, aber so kann es weitergehen. Man wird zwar keinen 620 Kilo Kescher voll bekommen mit Zitteraal, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Man muss ja nicht immer den Kescher voll bekommen. Man muss ja auch nicht immer den Hals voll bekommen, also auch nicht den Kescher, ne? Ausrüstung benutze ich immer noch die gleiche, die ich für Fische in der Größe benutze, und zwar die Big Ellie. Fiederrute mit 9 Kilo. Dazu die Big River Rolle mit 8,6 Kilo. Und Braid-Schnur. Müsste ich gleich mal gucken, welche das war. Aber ich glaube auch eine in dem Bereich zwischen 8 und 9 Kilo. Eine Braid, eine rote Braid ist es auf jeden Fall, sieht man ja schon. Der roten Schnur auf der Rolle, der Spule. Jo, drauf habe ich einen Vierer Haken, einen Barbless, also wieder hakenloser Schonhaken, X-Series und Amazonas-Sardine als Köder. Da beißen die Zitterale ganz gut drauf.
Wann beißt der nächste? Diese Stunde noch oder erst in der nächsten Ingame-Stunde? Jetzt ist es 10.29 Uhr, also gleich halb. Jetzt ist es halb 11 vormittags. Zwischen 10 und halb hat er gebissen, der erste. Dann könnte der zweite zwischen halb und voll nochmal beißen. Also 2 pro Ingame-Stunde sollte man hier schon fangen. Der zweite dürfte dann auch schon ein Trophy sein, nach meinem Geschmack, oder ein einzigartiger. Obwohl die einzigartigen, na, werden wohl erst so zwischen 11 und 12 oder zwischen 12 und 1 beißen. Aber Trophys könnten jetzt auch schon drin sein. Irgendwas jagt meine Sardine. Sie bewegt sich ganz hektisch hin und her. Sieht man an der Schnur. Jetzt ist die Schnur stramm. Das heißt, die Sardine ist auf Flucht. Ja, Leute, irgendwas jagt meine Sardine. Ein kleiner Piranha, wie süß. Ja, ich hoffe, dass nächste Woche der nächste europäische Monsterfisch Update kommt. Mitte dieser Woche kam ja der Monsterfisch von Lesney Villa. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Habt ihr auch bestimmt alle schon gesehen. Und als nächstes schätze ich mal, wird Niederlande kommen, Gent-Terneuzen. Kanal Gent-Terneuzen, besser gesagt. Bin ja gespannt, was sie da für ein Monster erschaffen. In der Ankündigung haben sie ja geschrieben, dass die nächsten Wochen weitere zu erwarten sind. Ich hoffe ja nicht, dass so nur alle 3, 4 Wochen einer kommt, sondern dass wirklich jetzt jede Woche neuer kommt, bis die Europa-Map und die Südamerika-Gewässer auch alle ihren Monsterfisch bekommen haben. Und wo ich mich auch schon ein bisschen drauf freue, ist
4. Juli, Independence Day Event. Ich hoffe, dass dein Premium wieder im Angebot ist. Weil mein Premium läuft aus am 17.06. Und für ein Jahr hole ich immer und über 50 Euro will ich nicht ausgeben. Wenn es es nicht im Angebot gibt, dann werde ich gar kein Premium kaufen, weil 50 Euro ist mir zu teuer. Das Geld habe ich nicht. Habe bisher mit dem Kanal nicht einen Cent verdient. Muss das alles aus eigener Tasche finanzieren hier. Stromrechnung für den Rechner und so weiter. Die Spiele. Den PC, alles aus eigener Tasche bezahlt. Also die ganze Kanalpflege, alles, ja, wie gesagt, alles von eigenem ersparten Budget. Hab mir dafür keine anderen Sachen leisten können. Jetzt, wo ich die 1000 Abonnenten voll habe, bin ich auch monetarisiert bei YouTube. Das heißt, ab jetzt kann ich auch ein paar Cent mit den Videos verdienen. Reich wird man da nicht von, aber es hilft vielleicht, um wenigstens die Stromrechnung davon bezahlen zu können oder vielleicht auch das ein oder andere neue Spiel mal kaufen zu können. Neue Hardware wird davon nicht drin sein, so viel verdient man da nicht bei YouTube. Außer man hat irgendwelche 4, 5 Millionen Abonnenten und die Videos werden Hunderttausende bis 1 Million Mal geklickt. Und alle haben auch den Adblocker aus, die das Video gucken. Dann kann man ein bisschen was verdienen. Ja. Ein Trophy-Piranha. Ja, hat jetzt zwischen 10 und 11 Uhr tatsächlich nur ein einziger Zitteraal gebissen. Das wird jetzt aber langsam Zeit für einen zweiten. Überhaupt nur drei Fische in der Endgame-Stunde. Ein Zitteraal und zwei Piranhas. Ein ganz kleiner und ein Trophy. Das ist nicht viel für eine ganze Stunde.
Ja, Angeln ist so schön ruhig und entspannend. Da kommt echt keine Hektik auf, wenn man nur mit einer Rute auf dem Boot steht. Anders ist es denn schon, wenn man mit vier Ruten am Ufer steht, mit Rutenständer, und dann drei, vier Ruten gleichzeitig los piepsen da auf dem elektronischen Ständer, dann kann es schon hektisch werden. Aha. Der nächste Zitteraal. Beißt er oder beißt er nicht? Und er beißt. Und was bist du für einer? Ein Troppi. Hat nur ein Kilo mehr als der erste und ist aber schon ein Troppi. Und mit der Route, wie gesagt, hier 7412 XP, 6000 Cash. So viel XP bekomme ich nicht mal für einen 80 Kilo Hai. So, werden wir uns wieder ausrichten hier. Ups. Klein Tick zu weit. Oh, wenn die Steigerung so weitergeht, bin ich zufrieden. Erst einen normalen, dann Troppi und als nächstes dann einen einzigartigen. Wäre schon nice für das Video. Muss ja nicht unbedingt ein 18 Kilo einzigartiger sein, so wie vor ein paar Tagen hier. Vorgestern war das, glaube ich. Leider habe ich den nicht auf Video gehabt. Aber ein Zitteraal fangen wir auf jeden Fall noch fürs Video. Weil alle guten Dinge sind drei. Das wäre ein schöner Abschluss für das 1000 Abo Spezialvideo. Und ich habe in meinen ganzen Videos ja auch nie nach Abos oder nach Daumen hoch gebettelt. Es kam alles von euch freiwillig.
ohne dass man euch darum bitten musste. Und deswegen freut mich das noch umso mehr. Das Einzige, was ich ab und zu mal erwähnt habe, ist, dass mal der ein oder andere mal einen Kommentar da lässt, um ein bisschen Feedback zu bekommen. Oder was ihr euch wünscht, was ihr sehen wollt. Ja, Werbung wird bei mir jetzt zwar jetzt auch geschaltet, aber ich habe es so, stelle das so ein, dass nur Werbung geschaltet wird, die ihr überspringen könnt, wenn ihr sie nicht zu Ende sehen wollt. Dann braucht ihr nur so die ersten 10, 15 Sekunden, glaube ich, sind das, die Werbung ertragen und dann könnt ihr die überspringen. Weil ich will ja keinen mit Werbung quälen. Ich selbst schaue auch nicht gerne Werbung. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass es nur Werbung gibt, die man überspringen kann. Einmal am Anfang des Videos und einmal am Ende des Videos. Mittendrin im Video wird keine Werbung kommen. Ebenfalls nicht bei den neuesten Videos aus den letzten 2, 3 Wochen. Alles, was davor an Videos war, habe ich noch nicht geschafft, so einzustellen. Das ist erstmal die Standardeinstellung. Leider ist die Standardeinstellung so, dass da alles reingebombt wird, was geht von YouTube, natürlich. Aber wie gesagt, die letzten, ja, ich glaube, 7, 8 Videos, da habe ich das schon umgestellt auf überspringbare Werbung und nur am Anfang und am Ende. Und nach dem nächsten Zitteral werde ich euch dann doch noch mal kurz die Ausrüstung auch zeigen, damit ihr genau wisst, welche Schnur das war, weil ich weiß jetzt nicht genau, dass die 017 oder das war einmal ein Fehlbiss. War aber kein Zitteraal, von daher nicht so schlimm. Wenn der Zitteraal so ein Fehlbiss verursacht, wäre es schon ärgerlicher, weil die spawnen so selten. Aber so ein Piranha
Und das wird wahrscheinlich ein Piranha gewesen sein. Das ärgert mich nicht. Ja, da kommt der nächste Zitteraal. Haben wir diese Ingame-Stunde sogar zwei gefangen. Und auch nochmal normaler. 6 Kilo. Aber auch der gibt noch hier drei grüne Pfeile. Also mehr XP. So, dann zeige ich euch nochmal die Ausrüstung. Wie gesagt, ist die Big Ellie 450 mit 9 Kilo. Zitterspitze, oh, die habe ich ja falsch eingestellt, die hätte ich auf Mitte stellen müssen. Aber ist nicht so schlimm. So, Rolle ist die Big River 6500 mit 8,6 Kilo, hatte ich auch schon erwähnt. Schnur ist die Braid 017, habe ich auch richtig geschätzt. Mit 8,65 Kilo. 0,05 Kilo mehr als die Rolle. Das ist dann noch okay. Vorfach habe ich Titanvorfach mit 10,1 Kilo. Da kann man ruhig ein bisschen stärkeres nehmen. Haken hatte ich auch schon erwähnt. Barbless 4,0. Und die Sardine als Köder. Und natürlich eine Glocke dran. Jo, schauen wir noch mal, was ich jetzt hier habe. Jo, drei Piranhas, drei Zitterale. 25, ja, 26,5 Kilo Zitteraal und 2,5 Kilo Piranha. Insgesamt 29,1 Kilo Fisch. Sechs Fische. 14.000. Für sechs kleine Fische 14.000 schon. Das ist okay. Da kann man nicht meckern. Jo, Rang ab habe ich auch bald wieder hier. Ist schon fast voll. Ja, dann nochmal recht herzlichen Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Und noch mehr Dank an alle, die immer nette Kommentare dalassen und Daumen nach oben geben. Und dann den speziellen Kollegen, der bei jedem Video standardmäßig einen Daumen nach unten gibt. Auch dem wünsche ich alles Gute, dass er mal aus seiner Frustphase
Phase mal rauskommt. Vielleicht doch mal einen Daumen nach oben statt nach unten gibt. Aber der wird das wahrscheinlich gar nicht hören, weil der schaut meine Videos wahrscheinlich gar nicht. Der wartet nur, bis ein neues Video von mir da ist und gibt einen Daumen nach unten und das war's. Aber egal, da kann ich mit leben. Bis dann, tschüss.